Auch im zweiten Teil Grundschaltung der Elektronik geht es wieder um den Transistor als Schalter, genauer gesagt als Schwellwertschalter. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt, eurem Bildungsfernsehen auf YouTube. Heute geht es also um den Schwellwertschalter, auch bekannt als Schmidt-Trigger, benannt nach seinem Erfinder Otto Schmidt. Mit integrierten Schaltkreisen lässt sich das ganz einfach realisieren, aber das kann ja jeder. Die meisten haben darüber vergessen, was sich im Inneren des Schaltkreises abspielt. Deshalb geht es heute wieder einmal um diskrete Schaltungstechnik. Kurz zum Schaltungsaufbau. Am Ausgang der Schaltung habe ich wieder eine Leuchtdiode, die den Schaltzustand anzeigt. Am Eingang ist ein Potentiometer, mit dem ich die Eingangsspannung stufenlos zwischen 0 und der Betriebsspannung einstellen kann. Wenn ich jetzt die Eingangsspannung allmählich erhöhe, schaltet irgendwann die LED aus. Wird die Spannung wieder verringert, gibt der Ausgang zurück. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob sich die Ausgangsspannung genau im Gegensatz zur Eingangsspannung verhält. Anhand der Schaltung werden wir aber sehen, dass dem nicht so ist. Die LED leuchtet nur bei niedrigem Ausgangspegel. Wenn man genau hinsieht, merkt man, dass die Ein- und Ausschaltschwelle nicht gleich ist. Es gibt eine sogenannte Schalthysterese. Dieses verzögerte Schalten scheint zunächst ein Nachteil zu sein, ist aber für ein stabiles Arbeiten der Schaltung notwendig. Andernfalls würde die Schaltung beim Erreichen der Umschaltspannung wild hin und her schwingen, weil sie nicht weiß, in welchen Zustand sie gehen soll. Sehen wir uns den Verlauf von Eingangs- und Ausgangsspannung im Diagramm an. Am Eingang liegt eine analoge, sich stufenlos ändernde Spannung. Die Schaltung reagiert immer dann, wenn der obere Schwellwert überschritten oder der untere Schwellwert unterschritten wird. Die Ausgangsspannung nimmt nur zwei Werte an. Der Schwellwertschalter scheint so eine Art Bindeglied zwischen der analogen und der digitalen Welt zu sein. Er ist aber kein Analog-Digital-Wandler im klassischen Sinne, denn dieser würde die Eingangsspannung in binäre Zahlenwerte umsetzen. Trotzdem hat das Ausgangssignal einen digitalen Charakter und lässt sich auch gut digital weiterverarbeiten. Die Schaltung besteht wieder aus zwei Transistoren, die sich gegenseitig schalten. Um die Funktion zu verstehen, sehen wir uns zwei Schaltungsdetails etwas genauer an. Der erste Trick ist, dass die Emitter beider Transistoren über einen gemeinsamen Emitterwiderstand mit Masse verbunden sind. Das zweite ist der Spannungsteiler aus den Widerständen R2 bis R4. Von dort bezieht zum einen Transistor 2 seine Basisspannung und auch der Kollektor von Transistor 1 ist damit verbunden und kann den Spannungsteiler teilweise überbrücken. Auf die Art können sich die Transistoren gegenseitig beeinflussen. Im Ausgangszustand ist die Spannung am Eingang gleich 0 oder sehr gering. An Transistor 1 kann kein Basisstrom fließen und er ist geschlossen. Transistor 2 bekommt seinen Basisstrom über R2 und R3. Die Widerstände müssen so groß oder besser gesagt so klein sein, dass Transistor 2 gesättigt ist und voll durchschaltet. D1 leuchtet und am Ausgang liegt nur eine geringe Spannung, die sich zusammensetzt aus der Sättigungsspannung von Transistor 2 und dem Spannungsabfall am Emitterwiderstand. Erhöht sich die Eingangsspannung, dann beginnt T1 zu leiten, wenn die Spannung die Summe aus der Schwellspannung der Basis-Emitterdiode plus der Spannung über RE überschreitet. Die Kollektorspannung sinkt und damit auch die Basisspannung an Transistor 2. Gleichzeitig wird durch den zusätzlichen Strom über T1 der Spannungsabfall am Emitterwiderstand größer, wodurch der Effekt noch verstärkt wird und die Basis-Emitterspannung an T2 weiter schnell sinkt. Die Basis-Emitterspannung von Transistor 2 wird praktisch von beiden Seiten gleichzeitig in die Zange genommen. Dadurch schließt Transistor 2 jetzt sehr schnell. Am Ausgang liegt jetzt nahezu die Betriebsspannung und die LED verlischt. Sinkt die Eingangsspannung jetzt so weit, dass T1 nicht mehr voll durchsteuern kann, steigt seine Kollektorspannung wieder an. T2 bekommt einen Basisstrom und beginnt sich zu öffnen. Dadurch steigt wieder die Spannung am Emitterwiderstand und unterstützt das schnelle Schließen von Transistor 1. Die Ausgangsspannung geht wieder auf den niedrigen Wert und D1 leuchtet. Kommen wir zu den Einsatzmöglichkeiten.
Mit so einem Schmidt-Trigger lassen sich Schwingungen jeder Form, Sinus, Dreieck oder ähnliche, in eine Rechteckschwingung gleicher Frequenz umwandeln. Digitale Signale, die bei der Übertragung verformt wurden, lassen sich so wiederherstellen. Eine sehr verbreitete Anwendung besteht darin, sensorgesteuert Schaltvorgänge auszulösen. Wenn ich den Eingangsspannungsteiler zum Teil durch einen Photowiderstand ersetze, wird daraus ein Dämmerungsschalter, der in Abhängigkeit von der Umgebungslichtstärke eine Beleuchtung ein- und ausschaltet. Auch andere Sensoren sind denkbar, wie zum Beispiel Temperaturfühler, die eine Heizung schalten. Der Schmidt-Trigger wird uns in unterschiedlichen Formen bestimmt noch öfter begegnen. Wer das erste Video gesehen hat, wird sich vielleicht fragen, gibt es diesmal keinen Bonus-Track? Warum eigentlich nicht? Machen wir eine Zeitreise in die Vergangenheit. Als Otto Schmidt seine Triggerschaltung erfand, schrieben wir das Jahr 1934. Das bedeutet, er hatte noch keine Idee von Transistoren. Das Original lief noch mit der guten alten Elektronenröhre. Die Schaltung sieht nicht viel anders aus als unsere Transistorschaltung und funktioniert auch ähnlich. Wenn das Video für euch hilfreich war, lasst ein Feedback da. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.